Hallo ihr Lieben, hier kommt das versprochene Temu-Unboxing. War jetzt meine dritte Bestellung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es kommt sehr darauf an, was man dort kauft. Das ist jetzt Weihnachtsdeko hauptsächlich, die halt sehr teuer ist. Ich dekoriere aber gerne und da habe ich gedacht, komm, ich gebe denen nochmal eine Chance. Viele der anderen Sachen, die ich bestellt habe, waren qualitativ nicht so hochwertig und würde ich kein zweites Mal kaufen. Ja, also müsst ihr euch überlegen. Ich bin mal gespannt. Für meine Mama haben wir jetzt mal ein paar Anziehsachen und Schuhe bestellt. Ob die was taugen, kann ich euch gerne noch nachberichten. Also, jetzt zeige ich euch erstmal, es kam in drei Paketen. Und zwar hatte ich für meine Jungs, wollte ich ja gerne ein kleines 90 cm Mini-Bäumchen haben, für jedes Zimmer eins. Und die kam in so einem Karton. Die werden per Flugzeug hier geliefert und wird auch immer schön geupdatet, aber guckt euch das mal an. Entschuldigung. Das sieht schon sehr mitgenommen aus. Der erste Baum kam an einem Tag und der zweite Baum dann am nächsten Tag. Und ich habe das Ding, den ersten Baum ja schon ausgepackt. Ich hätte mir vielleicht eine Schere bereitlegen sollen. Und aber so sah das dann aus. Und ich habe erstmal herzlich gelacht, weil so sieht ein Ast aus von einem großen künstlichen Baum. Aber dass das ein Baum sein soll, ja. Und da sind dann halt diese Mini-Dinger dabei, die man unten reinsteckt, drei Stück. Da sind jetzt wieder nur zwei. Ich habe schon gedacht, ich müsste zurückschicken. Zurückschicken ist angeblich ganz einfach. Ich habe es aber noch nicht probiert. Aber bei meinem anderen Baum, da war das hier irgendwo zwischen den Ästen, das dritte Teil. Ah, da ist es rausgefallen. Also drei solche Teile. Und das ist auch schon die große Krux da dran. Die steckt man hier unten rein. Aber zum einen sieht der Baum ziemlich schwerlich aus. Ihr könnt ja den ja sehen, den ich schon aufgebaut habe. Der sieht schon ziemlich dünn aus. Ich meine, gut, ich kann jetzt noch ein bisschen mehr hinbiegen. Also jetzt kein Baum, wie ich ihn mir vorstelle. Ich habe zwar jetzt nur 11 Euro pro Baum bezahlt und das ist schon günstig, aber ihr seht auch, was ich dafür gekriegt habe. Und diese Dinger hier unten, die fallen halt dann auch ständig raus und es steht nicht wirklich stabil. Also das war eigentlich schon mal ein kleiner Reinfall. Aber sowas nehme ich dann auch mit Humor. Kann man auch, wenn man jetzt nicht allzu viel Geld dafür ausgegeben hat. Aber wie gesagt, würde ich dort nicht nochmal bestellen. Also das sind die zwei Bäumchen, die wir bestimmt mit viel Schmuck noch etwas retten können. Und dann, der Rest kam so verpackt. Und so kommt das eigentlich immer verpackt. Und das ist auch dann immer ganz genau abgemessen. Und die anderen zwei Pakete, die ich bestellt hatte, die kamen auch so verpackt. Ach je, ich sehe schon. Ich hatte mich schon gewundert. Ich habe nämlich Kugeln bestellt. Ich hatte mich schon gewundert, dass die in so ein kleines Paket reinpassen. Jetzt weiß ich auch warum. Vielleicht hätte ich vorher doch mal ein Lineal rausholen müssen. Ich habe gedacht, ich mache ein Mega-Schnäppchen, weil ich gemeint habe, die Kugeln wären so groß Minimum. Sind sie leider nicht. Ich meine, okay. Und dieser hier hat auch sogar schon eine Delle. Das ist das, was ich meine. Man lässt sich, da noch eine Delle, man lässt sich verleiten von diesen angeblichen Schnäppchenpreisen, aber letztendlich kriegt man sehr viel Ramsch. Hier ist die Farbe, weiß ich nicht, ob man es jetzt gerade sieht, eben hatte ich die Stelle gerade, da war gerade eine Stelle, wo die Farbe nicht mehr dran war ordentlich. Ja, also ich wollte eigentlich so einen Riesencontainer mit lila Kugeln und nicht zerdellte, kaputte Mini-Kugeln. Ich muss noch mal nachgucken, was sie gekostet haben. Ich glaube 6 Euro irgendwas. Den habe ich tatsächlich noch mal nachgestellt. Den hatte ich schon mal als Klopapierhalter. Kann man recht flexibel überall hinkleben, wenn man eine glatte Oberfläche hat.
kann man auch alles andere, kann man auch so an die Fliese im Bad kleben und irgendwas dran ist drüber hängen. Ich meine, das sind so ganz lustige Knickknacks eigentlich. So, ja, jetzt weiß ich wieder. Ich habe gerade kurz überlegt, was das ist. Das sind die zwei passenden Weihnachtsbaumdeckchen, die ich für meinen Baum bestellt habe. Die sind total flauschig, tatsächlich. Ich gucke mal gerade. Ja, jetzt kann ich das Bäumchen schon wieder nicht hinstellen, weil mir schon wieder eins von diesen Ständerdingern abgefallen ist. Muss ich erst eins suchen. Das ist natürlich blöd bei so blinden Leuten wie mir, wenn mir das mal an einer blöden Stelle runterfällt und ich merke es nicht gleich, dann finde ich es vielleicht nie wieder. Also genau, ein passendes Mini-Weihnachtsbaumdeckchen. Das ist schon niedlich. Aber es verdeckt natürlich hier nicht die 10 cm freien Stiel. Sind die Kugeln eine Nummer größer? Auch die habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen größer vorgestellt. Muss ich mal gerade rücken hier. Ich habe die Handykonstruktion hier etwas über meinen Sessellehne gehangen. So, die habe ich mir auch ein bisschen größer vorgestellt, aber damit bin ich jetzt eigentlich schon zufrieden. 3 cm sollen die haben. Naja, das könnte hinkommen. Und die so 1, irgendwas. Und die ist dritte Packung. Also das und das ist okay, wobei ich sagen muss, wie gesagt, sie haben auch ein Aufhängerli dran. Aber einige der Kugeln sind halt tatsächlich schon eingebellt. Hätte ich vielleicht in Deutschland beim Kick oder so doch gleich ähnlich billig bekommen. Die Lilanen habe ich extra für das kleine Bäumchen für das Zimmer von meinem Sohn bestellt, weil der steht auf Lila. Ja, und da ist noch so ein zweites Bäumchen für das zweite kleine Bäumchen, so eine Decke. So, ich muss gerade selber überlegen, ich weiß gar nicht mehr alles, was ich bestellt habe. Ah, doch, ein Pulli habe ich mir gekauft. Ich liebe ja Weihnachten. Ich weiß, euch bestimmt nicht aufgefallen. Guckt mal. Ist der nicht toll? Der ist innen auch total flauschig. Riecht sehr chemisch. Aber der gefällt mir. Werde ich gleich mal überziehen. Dieses tolle blaue Pulli habe ich mir auch gerade erst relativ frisch gekauft. Und zwar beim Chibo. Chibo finde ich auch immer was. Da habe ich jetzt zwar noch nie einen Hohl gemacht, aber Chibo mag ich auch sehr gern. Ja, der ist toll. Ist halt ein, also innen schön flauschig angeraut. Den habe ich jetzt natürlich auch nicht für 1 € gekriegt. Ich gucke nochmal nach, aber ich glaube, der war irgendwas 12 € oder sowas in dem Dreh. Aber für ein gutes Kleidungsstück ist das natürlich auch ein absolutes Schnäppchen. Ja, mal gucken, wie lange das Bild so schön bleibt, wenn man dann den wäscht und trocknet. Aber mit dem Pulli bin ich sehr happy. Oh, was ist da denn drin? Das habe ich auch vergessen. Warning, warning, to avoid danger, suffocation. Nee, suffocation, also man keine kleinen Kinder mehr. Ach, jetzt weiß ich wieder. Das ist ein Geschenk, das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Weil das kriegt jemand unter dem Weihnachtsbaum, der dieses Video vielleicht schaut. So. Und dann, davon hatte ich mir in der ersten Ladung schon mal welche bestellt. Und die fand ich tatsächlich so toll, dass ich mir die nochmal in verschiedenen Größen nachbestellt habe. Und eins nehme ich jetzt auch für meine Mama mit. Das sind diese Tischläufer. Die gibt es in unterschiedlichen Längen. Und ich meine, schaut euch mal an, das ist ein wirklich sehr schön gestaltet sind die Dinger. Aber das ist ein richtig fester Stoff. Und ja, ist echt schön. Da gibt es auch ganz viele tolle Motive. Aber ich bin jetzt bei diesem hier geblieben, weil auf einer einfarbigen Untergrund oder einfach so ohne Untergrund auf dem Tisch perfekt. Macht gleich eine tolle weihnachtliche Stimmung. Auf der Rückseite ist natürlich weiß, aber es ist ja wurscht. Ja. Und davon habe ich jetzt 4 Deckchen. Eins werde ich meiner Mama mitnehmen.
das hier ist. Genau. Und noch ein Weihnachtspulli. Ach Gott, ist der süß. Oder ist das ein Pulli? Ich weiß es nicht. Ich habe schon selber vergessen. Was. Ach nee, das ist für meine Toilette. Und zwar ein Toilettenüberzug. Weihnachtsmann und vor der Toilette. Auch total flauschig und echt niedlich. Das mache ich gleich mal dran und zeige euch das gleich. Noch im Schluss. Zum Schluss. Noch ein Deckchen. Wie gesagt, ich habe es jetzt mal in unterschiedlichen Größen für meinen Couchtisch und auch für das Sideboard so zum drüberlegen. Ich habe ja viele Kommoden, auf die ich dann auch immer Deko draufstelle und so als Unterlage. Ja, das war's. Also im Großen und Ganzen sind die, hier ist noch was, guck ich gleich mal rein. Im Großen und Ganzen sind die Sachen schon immer recht gut verpackt. Also es ist jetzt nichts kaputt gegangen. Aber so arg zerbrechliche Sachen, wie jetzt die Kugeln, habt ihr ja gesehen, die haben das nicht ganz so gut mitgenommen. Weiß man jetzt natürlich nicht, ob das schon im Lager der Fall war. Die habe ich nachbestellt, denn ich hatte mir schon mal so ein 9er-Pack Vorratsdosen gekauft. Und da sind dann auch die Sticker dabei und sogar ein passender weißer Stift. Also richtig toll. Davon habe ich schon 9 Stück. Da habe ich jetzt nochmal so ein 5er-Set nachgestellt, weil ich die richtig gut finde. Und noch mehr gebrauchen kann. Ja. Das sind jetzt 1, 2, 3. 3 kleinere. Und eine große. Oder ist es doch nur ein 4er-Set? Ja, nur ein 4er-Set. Aber ich habe ja dann auch die Schränke voll. Da mache ich halt gerne alles rein. Ich meine, ihr wisst, dass man so einen Vorratsschrank hat. Vom Kaffee, über Mehl, über Zucker, über Backkakao, gemahlene Mandeln, das Futter von den Meerschweinchen, weil wir da leider auch wirklich schon öfter Motten uns mit eingekauft haben im Meerschweinchen Trockenfutter. Und ich habe das nicht immer sofort gemerkt wegen meiner Sehbehinderung. Und dann hatten wir mal richtig schlimmes Mottenproblem. Seitdem bin ich da extrem vorsichtig. Unser Meerschweinchen Trockenfutter ist jetzt immer nur noch in solchen gut verpackten Dosen drin. Ja. Ja, und weil ich das vor ein paar Jahren auch schon mal hatte, dass ich ein Lebensmittel versehentlich mir eingekauft habe mit Motten und es sehr spät gemerkt habe. Und dann habe ich halt wirklich meinen kompletten Vorrat wegschmeißen müssen. Und damals habe ich angefangen, alles so zu verpacken. Und ja. Die Meerschweinchen zeigten sich. Das war diese Temo-Bestellung. Ich schaue jetzt nochmal nach, was die gekostet hat. Ich glaube, irgendwas um die 50 bis 60 Euro alles insgesamt. Ja, ich denke, wenn ich jetzt zum Kick, Teddy und Co. gegangen wäre, wahrscheinlich hätte ich es da auch für einen Fuffi gekriegt. Ne? Das ist das, was ich meine. Ich gehe halt fast nie zum Kick, ich gehe fast nie zum Teddy. Also das ist halt hier nicht in der Umgebung für mich fußläufig erreichbar und in die Stadt für extra für sowas fahre ich nicht. Und zu Einkaufszentren mit dem Auto, wo viele ja ihren Wocheneinkauf und so machen, das mache ich ja auch nicht, weil ich gar kein Auto habe. Und ich gehe dann halt, habe halt hier auch sowas jetzt nicht in der Nähe, was so auf dem Weg liege. Ich müsste dann tatsächlich irgendwie Umwege fahren, nur um zum Kick oder zum Teddy zu gehen. Und das mache ich halt nicht. Das ist mir halt einfach zu blöd. Das ist mir nicht wert. Deswegen, klar, jetzt habe ich es mir halt aus Asien einfliegen lassen. Also so, ich meine, ihr merkt schon, ich bin da so ein bisschen zwiespältig. So richtig begeistert bin ich nicht von Temu. Habe jetzt aber trotzdem schon ein paar Sachen da gekauft. Aber ich bin mir sicher, dass ich die in Deutschland auch gekriegt hätte für den Preis. Wenn man bereit ist, ein bisschen umherzugurken und in die entsprechenden Discounter-Märkte wie Philips und ich weiß nicht, in manchen Teilen von Deutschland gibt es ja auch andere Marken, okay,
oder wie die heißen, und Teddy und Kick und Co. Und Nanunana und was weiß ich nicht alles. Hätte ich allerlei, ja genau, hätte ich wahrscheinlich hier auch gekriegt, wenn ich ein bisschen umhergesucht hätte. Ja, das war mein Haul. Jetzt gehe ich noch mein Klo schmücken und mache euch ein Foto davon. Schaut mal hier, ist das nicht niedlich? Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Eure Susi.